Als Teil des Wissenschaftsjahres 2011 wurden den Kindern und Jugendlichen spannende Einblicke geboten in die medizinische Forschung von heute. Das AHA-Labor war ein voller Erfolg. Die Schüler konnten so nicht nur mehr über die heutige Medizin lernen, sondern auch, dass die Inkas schon damals so Schädel aufgebrochen haben, um böse Geister zu befreien, und dass die das für die Medizin ist. Aber nicht nur solche skurrilen Fakten waren Teil des Kongresses. Zahlreiche Aktivitäten wurden geboten. Ich denke, das ist insgesamt eine tolle Sache hier, dass eben die Kinder sich jetzt hier konkret mit ganz vielen verschiedenen Dingen, die um Medizin herum eine Rolle spielen, sich beschäftigen können, auch selber aktiv werden, wie es jetzt gerade im Moment hier ist, gut versorgt werden dazu, also auch gesundes Essen hier zum Beispiel erleben, körperliche Aktivität, das sind alles ganz wichtige Dinge. Ich glaube, das macht ihnen richtig viel Spaß. Ja, auch die Geschichte der Medizin, wie sich es halt entwickelt hat und wie man auf die ganzen Verfahren gekommen ist, die Entwicklung vom Mikroskop, das sind halt Gegenstände, die man heute sehr häufig brauchten, einfach dann zu erfahren, wie es dann zum Mikroskop kam. Wenn man dann doch mal krank werden sollte, so sind die medizinischen Unterschiede zwischen Mann und Frau enorm. Was man zum Beispiel sagen kann, ist, dass Jungen anfälliger sind für Infektionskrankheiten, dass sie mehr Blinddarmoperationen bekommen, dass Mädchen zum Beispiel schneller frieren, auch eine Blasenentzündung bekommen. Trotz all der Entwicklung in der Medizin, gewisse Erwartungen sind noch offen. Es wäre schon schön, wenn man Erkrankungen heilen und therapieren könnte. Also blinde Sehen ist sicherlich eine Sache. Ein wirksames Medikament oder eine wirksame Therapie gegen Krebs wäre sicherlich viel wichtiger, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen betroffen sind. Die Medizin ist heute dennoch fortschrittlicher wie nie zuvor. Auch wenn oft sogar noch viel mehr möglich wäre, manchmal sollte es Fiktion bleiben. Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte, wo wir sagen müssen, oh, da muss es Schranken geben. Schranken beispielsweise, die Vermischung von Mensch und Tier anbelangt. Sogenannte Chimären, die entstehen können, wenn man Genom von einem Menschen und einem Tier miteinander zusammenbringt. Nicht nur in Vorträgen wurden den Schülern die Forschung am menschlichen Körper nahegebracht, körperlich ging es auch ganz schön zur Sache. Da hat es auf jeden Fall Aha gemacht.